Okay, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Beim letzten. Oh Gott, beim letzten Mal haben wir. Hier die Stick-Tack-Trauma fertig gemacht, genau. Und ich habe jetzt die Treiber aktualisiert. Von meiner Aufnahmebox. Und ich hoffe jetzt, dass der Soundlag da wegkommt irgendwie. Das wäre nervig, wenn der nicht weggeht. Oh Gott. Ich habe gelesen, dass. Treiber-Update helfen sollte, aber ich weiß nicht, das ist gerade voll nervig für mich. Ah, und ich glaube, ich mache gleich hier die 100 Münzen auch. Naja. Ich nehme das jetzt schon zum zweiten Mal auf hier mit den 100 Münzen. Ich bin runtergefallen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, 12 Minuten Aufnahme, was? Ja, ich habe wirklich 12 Minuten Aufnahme gebraucht. Weil hier die 100 Münzen sind ganz schön nervig. Ein paar Mal bin ich runter. Ich habe hier die blauen Münzblock habe ich nicht gekriegt richtig und dann habe ich eh gedacht, oh ja, das kannst du vergessen. Ja. Ich mache den jetzt gleich und wenn ich den nicht schaffe, dann kann ich gleich nochmal aufnehmen. Bitte komm. Ja, okay, das sind alle. Mit dem habe ich schon geredet, der lässt die. Heißt das die Kanone, der schaltet die frei, ja, mit dem habe ich schon gelabert. Bin hier runter. Ich sammle auch gleich die roten ein. Okay, so kann ich nicht hoch. Dann gehen wir hier runter. Und gehen hier rüber. Und ich habe auch ziemlich. Also ich weiß nicht, ich war ziemlich schlecht in dem, was ich aufgenommen habe. Also bin ich nicht wirklich traurig, dass ich das jetzt weggeworfen habe. Oh Gott, jetzt habe ich gerade irgendwie. Ich habe voll gerade hier den Gehirnleck, sagen wir es so. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, dann ist da noch eine rote Münze, die sammle ich noch ein. Moment, hier ist sie, oder? Nee, da ist sie. Ich darf da nicht den Stern einsammeln, sonst kriege ich die 100 Münzen nicht. Nee, ich will die 100. Oh, 62. Ich hatte, als ich hier den blauen Münzen-Dings nicht einsammeln konnte, hatte ich irgendwas mit 40 oder so. Also das macht schon was aus. Dann gehen wir zuerst nach hier drüben, weil hier ist auch noch Münzen. Denn dieser Typ hier gibt auch Münzen. Ziemlich ein paar, die man nicht ignorieren sollte. Und dann sind hier unten noch ein paar Münzen, die ich gerne noch einsammeln möchte, bevor ich da zum eigentlichen Stern gehe. Vielleicht kann ich auch den da hinten machen gehen, wenn es hier genug Münzen gibt. Ich glaube aber nicht, dass es hier genug Münzen gibt. Darum muss ich hier wohl dann doch den Stern Nummer 1 machen gehen. Oh nein, fall nicht runter. Komm. Ey, das war getroffen. Komm her. Boing. Nee, ich will keinen Boing. Oh, die zwei Münzen da, zack. Fall nicht runter. Ja, das ist mir zu riskant. Oh, was mache ich? Ich bin blöd. Kannst du nicht hoch, so. Die ist immer noch da, die Münze. Die will mich nur verarschen. Gibt es da noch mehr Münzen? Wenn ich hier die 100 kriege, dann mache ich gerne den Stern. Weil der ist einfacher gerade hier zu holen. Oh, es geht ja voll einfach hier mit den 100 Münzen. Und hier der Goomba zu treten. Da hat sicherlich auch noch Münzen. Dann wieder zurück. Hier ist auch weniger gefährlich, weil es hier, ja, immer wenn man runterfällt, seht ihr, wird man aufgefangen. Das wollte ich gerade zeigen. Ich bin mit Absicht runtergefallen, ja. Oh, später muss ich noch zu meiner Oma. Da muss ich den Garten, den Rasenmähen helfen. Weil sie ist nicht mehr so fett. Und dann gehe ich ihr helfen. Aber ich kack mich ein bisschen an, aber ich mache das doch gerne für meine Großmutter. Da mache ich mal sowas. Das ist höflich.
man mal alt ist und auch einen Rasen hat. Oh, hier sind wirklich die 100 Sterne. Ah, die 100 Münzen. Das ging ja viel einfacher, als ich dachte. Ich bin da vorhin im anderen Part. Da habe ich 12 Minuten gebraucht. 12 Minuten. Ich habe es jetzt in 5. Und da bin ich den ganzen Weg da nach oben gegangen und bla bla bla. Ja, ja, ist ja gut, speichern. Ich habe sogar zu viel. Ich habe 101. Oh Gott, wollte ich gar nicht. Oh Mann, ey. Ich will doch nicht 101. Was ist denn das für eine Kacke? Und dann ist hier auch ein Stern. Dann können wir den einsammeln. Here we go. Yeah, und da hinten ist der rote Münzenstern. Oh, tut mir leid, dass ich dich nicht eingesammelt habe. Dann haben wir 2 Sterne mehr. Und das ist gut. So. Hier runter. Und dann machen wir den richtigen Stern. Die roten Münzen haben wir gerade eingesammelt. Die wollen ja nicht nochmal einsammeln. Das ist langweilig. Man kann auch irgendwie da hinten mit einem Dreiersprung da hinten hoch, hoch, rüber und hoch. Aber, nee. Die Zeit, die ich da runterfalle, bin ich wahrscheinlich dann schon hier rüber und ja, das Risiko ist mir zu hoch. So Speedrunner können das machen, aber so normal spielen, Let's Play, brauche ich das nicht zu probieren, weil das kostet mir Zeit. Ich würde es machen, wenn ich nicht hier Let's Playen würde. Das ist wieder sowas, aber wenn ich nicht Let's Playen würde hier das Spiel gerade, dann würde ich immer versuchen, einen Dreiersprung da hoch. Weil mir wäre es dann egal, runterzufahren. Aber ich will hier Zeit sparen mit Let's Play. Ich will das Spiel auch irgendwann mal durch haben. Also ich will jetzt nicht hier 10.000 Parts nur den Dreiersprung versuchen. Weil ich habe ja eigentlich alles schon in diesem Spiel gesehen. Und ja, dann ist es spannender, wenn man es ein bisschen risky macht. Beim zweiten Mal durchspielen oder dritten Mal oder vierten Mal oder 200. Mal. Da macht man gerne ein bisschen risky Sachen, die man beim ersten Mal nicht gemacht hat. Ja, ja, da macht man sowas. Und ja, könnte ich, aber mache ich jetzt nicht. Meine Stimme wird gerade voll männlich. Hoho, ich bin ein Mann. Hoho, ich habe einen Bart. Ich bin eigentlich wirklich ein Mann. Also für die, die es nicht wussten, also ich habe einen Penis. Ich habe Penis gesagt. Okay. Oh Gott, was labe ich hier? Gehen wir hier rüber. Ja, ich bin eigentlich diesen Weg hier gegangen mit den 100 Münzen vorhin. Also vorhin. Ich habe den Part weggeworfen, weil der halt 12 Minuten war und dann bin ich runtergefallen. Ja, das habe ich doch schon erwähnt, oder? Habe ich das schon gesagt? Ja, ich glaube, ich habe das schon gesagt. Okay, ich glaube, das hier ist der erste Stern, der... Oder ich bin mir nicht sicher, ob das hier der erste ist oder der da drüben, den man da gerade sieht. Sind beide ziemlich einfach zu holen und ja, das ist das Nervige an diesem Level hier irgendwie. Man muss halt viel warten. Ich meine, guck dich das an. Hier ist nicht mal ein Gegner oder sowas. Also man muss wirklich nur warten, bis der Regenbogen, also der Regenbogen, der Teppich ins Schloss ankommt und dann kommt ein kleines Feuer und dann muss man wieder warten. Ist eigentlich nicht so viel, was jetzt hier passiert. Könnte schwerer sein, aber ich will mich nicht beklagen. Weil wenn ich mich beklage, dann falle ich am Ende noch runter und dann sage ich, oh ja, tja, also ich sag dann nichts, aber das wäre dann dumm, wenn ich dann runterfallen würde, weil ich habe dann gesagt, oh, das ist doch einfach, da drin ist, glaube ich, ein Leben drin, ich bin mir nicht sicher, sieht aber so aus, oh, wir sollten schon darüber gehen, wenn man darüber geht, dann braucht man ein Leben, weil dann da drüben, dann hat man ziemlich gekackt, nee, da kommt man eigentlich runter dann da, aber ich glaube nicht, dass sich das lohnt für ein Leben, da extra rüber zu springen, dann mache ich das schon. Leben sind nicht so viel wert hier in diesem Spiel. Man kriegt eh 1000 Leben zugeschmissen durch die Münzen. Ja, 50 Münzen, ein Leben. Oh ja, klar, ist doch gut. Ich hatte 2 Leben vorhin. Jetzt habe ich schon 4. Wenn es im echten Leben so schön wäre, also so einfach wäre, mehrere Leben zu kriegen, dann würde ich durch 50 Geld, würde ich dann, ich sage jetzt extra Geld, weil manche Leute, die mir zugucken, haben vielleicht Euro und manche haben Schilling. Manche halbe Franken. Ja, früher war nur Schilling in Österreich, ich sag's euch. Ich glaube noch Kacke, ey, das ist voll. Wieso dreht sich der Teppich hier? Das ist voll dumm. Okay, hier oben ist der Stern. Und ihr wollt sicher wissen, was in dieser Box ist, ha? Huh? Tja, ich werde es euch nicht zeigen. Ich bin ein Arschloch. Ihr müsst das Spiel schon selber spielen. Hahaha. Tja, das große Mysterium in der Box. Und ich hoffe jetzt, dass jetzt hier der Sound nicht leckt. Und wenn doch, dann oh, nervig. Ich weiß nicht, ob das mit Komponentenkabel anders wäre. Ob es das dann da richtig macht. Weil wenn nicht, dann muss ich die Box vielleicht
austauschen gehen, zurückwechseln. Okay, das war nicht der Stern. Ja, ich mache noch einen Stern. Und wenn Soundlags sind, tja, Pech. Ich bin voll das Arschloch, ne? Ich mache jetzt noch einen Stern, weil halt viel Teppich rumgereitere. Das ist halt ein bisschen langweilig. Wir wollen ein bisschen Action sehen, ich bin mir sicher. Und was könnten wir machen? Wir können noch den roten Münzstern machen. Den habt ihr jetzt eigentlich schon gesehen. Aber machen wir ihn nochmal. Weil sonst vergesse ich, wo die roten Münzen sind. Ha, 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 ha. Ich bin so lustig. Oh, da wäre ich fast runter. Okay. Ich lache voll dumm. Ja, da wäre ich schon wieder fast runter. Kann ich wieder dumm lachen. Boom. Oh, ich musste nicht mal die Bob-Bombs hier explodieren lassen, wenn ich den 100 Münzen-Stern eingesammelt habe. Das habe ich beim letzten Mal gemacht und ich habe trotzdem keine 100 Münzen gekriegt. Ah ja, geh doch da hoch. Hallo, bitte. Hallo, bitte. Oh, ja, tu. Ja, spring hin und her. Das ist schon okay. Boom. Wieso habe ich da Stammwattacke gemacht? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Oh, ich dachte, das wäre ein Wandsprung gewesen. Das hätte ein Wandsprung sein sollen eigentlich, weil ich habe ja angeschlagen an der Decke. Ja, spring doch mal nach. Okay, da können wir auch hier. 9. Oh, dann machen wir die. Nein, hallo, die Münzen. Ja, dann hole ich mir die hier unten zuerst. Kann ich hier hoch? Nee. Ist ja wieder typisch, ne? So, machen wir das hier. No problem. Oh, no problem. Hab ich doch gerade gesagt. No problem heißt kein Problem. Verstehst du das nicht, Mario? Musst du runterfallen. So, und dann mach ich einen Rückgezeiter. Dann gehen wir noch hier rüber. Ja, und kannst du dich da nicht festhalten? Hey, Mario. Ich wollte einen Weitsprung machen. Machen wir das nochmal. Oh, das geht nicht wieder. Das war einmalig. Ey Leute, guckt euch das an. Ich bin voll schlecht. So, jetzt zack. Das ist die 7. und dann ist die letzte da drüben. Wollen wir die Jungs mitnehmen? Okay, doch keinen Dreisprung, aber das Beste probiert. Ich drücke zur VZ, damit ich da nicht irgendwie runterfalle. Super. Ja, ja, ich habe ein bisschen Schaden genommen. No problem. Schon wieder Schaden genommen. No problem. Dreiersprung und der Stern ist mein. Ah, oh, nee, doch nicht. Oh. Tja, jetzt ist er mein. Und wir haben genug aufgenommen, um diesen Party zu beenden. Und beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, Regenbogen Boulevard. Wieso sage ich Boulevard? Das ist doch Regenbogenraserei. Wenn wir das vielleicht abschließen. Also, ja, danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.